Hi, willkommen zurück bei Smoker. Ich bin der Smoker und willkommen zur 9. Folge von Stray. In der letzten Folge haben wir uns durch die Kanalisation gekämpft mit unserer Waffe, die wir zur letzten Folge am Ende verloren haben. Und jetzt müssen wir uns jetzt durch die Kanalisation kämpfen ohne diese Waffe. Was bestimmt nicht einfach wird. Aber dann müssen wir durch. Was machst du da? Okay. Ich sehe Ventilatoren. Okay. Aber sonst gibt's hier nichts. Ich kann wirklich keine L1 mehr drücken für die Waffe. Oh nö. Ist ja blöd. Dann heißt jetzt echt vorsichtig sein. Pfui. Brühe. Böse Brühe. Trotzdem würde mich echt mal interessieren, was in dieser Welt mit den ganzen Menschen passiert ist. Und was sind das für Augen? Da. Momo? Ne, das ist ja Spaltasar. Baladin. Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenwäldler? Baldassar, der Außenwäldler, hat dich schon erwartet. Er meditiert noch oben im Dorf. Okay. Ameisendorf. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Er war krank, das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Könnte es sein, dass er in dem Auge drin ist, vielleicht? Aber beim Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest. Bis eine kleine Katze auftauchte. Ist er selber der Professor? War es. Es war. Ich war es. Ich war der Wissenschaftler. Glückwunsch. Ich glaube nicht, dass es eine neue Waffe gibt. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Haben die Menschen sich alle in die Maschinen transferiert? Oh, scheinbar gibt es jetzt noch 2 Kapitel. Und dann sind wir fertig. Ha. Huh. Oh, wieder Farbe. Haha, das ist keine Farbe mehr. Es tut mir leid, ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Okay, dann nicht. Katastrophe. Versuch mit dem Roboter Mahjong zu spielen. Oh. Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Wahrscheinlich nicht, wenn das mehrere hundert Jahre sind.
Hey, ja, komm hier nicht. Geh mal halt hier lang. Kann man hier schlafen? Schlechten Albtraum. Oh, Schaukel? Ich glaube, wir müssen noch höher, oder? Kratzen. Gut, reden brauche ich jetzt erstmal mit denen nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal ganz hoch. Ey, hier war ich ja schon mal. Ey, ich muss ganz hoch, oder? Sind wir hier? Wie komme ich noch höher? Da. Nee. Das ist ja frech. Ja, geht's nicht, oder? Doch, hier. Winkelkatze! Was ist das? Hier sind überall Winkelkatzen. Ja. Balthasar ist das. Hä? Weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendenten Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenwäldler. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenwäldlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hat sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Aha. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Aha. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. Zu vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerung wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Gehen wir jetzt nochmal runter und reden mit allen oder machen wir weiter? Was sagt ihr? Das überlasse ich euch, die Wahl. Winkelkatzen. Wo ist hier? Okay.
Mahjong spielen geht nicht. Aber wir können hier nochmal ganz runterfahren. Na, nicht ganz runter. Aber weiter runter. Dieses Essen ist wirklich grässlich, aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Ey, ich sehe es nicht. Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot, Ramen J45 mit meiner geheimen Zutat. Aha. Kratzen. Also doch erstmal runtergehen und mit einreden. Na dann. Hier habe ich gemiauzt und geschlafen. Gehen wir nochmal ganz runter, indem wir gerade wieder hochgehen. Die werden bestimmt auch noch Nebenaufträge für uns haben. Oh, what? Das ist zu weit unten. So weit runter wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was macht denn ihr hier? Vor vielen Zyklen war ich ein Pagenbot, hab mich dann aber zum Schatzsucher umfunktioniert. Das hört sich jetzt vielleicht fantastisch an, kann aber hart und grausam sein, so wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Armer Kerl, möge er in Frieden rosten. Manche mögen das Schrott nennen, für mich sind es Schätze. Okay. Die Gesichter. Was gibt's hier unten jetzt? Nichts. Komme ich hier auch wieder weg? Ah. Wow. Wieder aufgebaut. Ja. So, fangen wir jetzt mal ganz unten an und reden mit allen. Ich vermute mal, die haben noch ein paar Nebenaufträge für uns. So, hat der noch irgendwas zu sagen? Hatte ich schon erwartet. Ja, okay. Gut, dann fangen wir mal an mit allen zu quatschen. Sagt die Zeit, okay. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemandem, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Wow. Glückwunsch. Mai ist in ihrer dekonstruktiven Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Ich helfe ihr mit der Farbe. Oh, bin voll gespritzt. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Erinnert mich an, warte mal. Ich kann nichts riechen, wie schade. Wow. Okay, da ist auch was anderes jetzt. Oh, was ist hier? Ach, Kratzen.
Oh, mehr auch nicht. Okay. Lass mal reden mit denen. 9536 Spiele zu 6 gewonnen. Sag niemand, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen. Und mit dir kann ich nicht reden, doch. Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8 Mal gewinnen müssen. Alle guten Dinge sind 3. So, da bist du. Auch eine Erinnerung. Diese Sprache, die Robotergefährten haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. Okay. Überall kratzen. Kratzen, 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 kratzen. Er schläft. Elektrozorgs überall. Okay. Was seid ihr für Wälder? Oh, Hallöchen, es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Zorgs natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen, sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Das sind gar keine Hamster. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Ich bezweifle, dass du erwachsen wirst. Beziehungsweise größer wirst. Bezweifle ich sehr stark. Aber haben wir noch jemanden hier? Der hier? Das beruhigende Geräusch vom fallenden Müll, schimmernden Wasserfällen, keine Gefahren. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinem Gedicht zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sagt, der mich in seinem Schoße schützt, sollst du auch sein, mein Grab. Ist dies zu feierlich? Mhm. Ach, das war's schon. Hat jetzt nicht wirklich viel Neues gebracht, mit einem zu reden, aber okay. Wie war die Bar, gell? Ja. Und dann mal jetzt hier hoch. Frech. Ach da. Man muss den roten Pfeilen einfach folgen. Wie er guckt. Kratzen. Hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und ja, eine lila Pflanze. Wenn nur einer der Kleinen und flink ist, sie für mich holen könnte. Hier haben wir eine Nebenaufgabe. Was gelb, lila und rot. Soll ich denn die jetzt herkriegen? Pff, mir ist langweilig. Tante Clementine hatte ihr früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge coole Sachen gelernt.
Alles runterwerfen. Wo führt der einmal hin? Zum Schlafplatz, oder? Ah. Warte nach oben. Ach, unten vielleicht vom Schatzsuche, die Pflanzen? Hab ich aber auch keine gesehen. Oh, was haben wir hier? Hey, das sind Farbdosen, warte mal. Komm ich da rüber? Nein. Nein. Er baut sowas, ey, echt. Hey. Komm ich da nicht hoch? Ah, hier. Katz ist aber auch lebensmüde, hier rumzuklettern. Mein Gott. Geht denn das hier hin? Okay. Wo sind wir jetzt? Wir haben keine Waffe mehr, gell? Aha. Ist das hier ein Zug? Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich, ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns in die richtige Richtung weisen. Oh. Scheinbar wird die nächste Let's Play Session das Ende sein von dem Spiel. Ich kann hier runter. Aber hier ist ja nichts. Gibt's hier irgendwas? Wird man noch starten können, das Ding, wa? Da hoch war. Ja. Yep. Halt, gibt's hier noch irgendwas? Nope. Erinnerung. Er chillt hier einfach mal, gell? Ledok. Da kann ich reden.
Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests. Die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Oh, hier gibt's viele Erinnerungen. Aber wir haben schon drei hier verpasst. Schade. Ja, so Musik, Kollege. Haha. Hey, der redet nicht. Oh, gibt's hier. Oh, was haben wir hier? Die Metro ist aufgrund der Pandemie-Beschränkungen geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regel kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Geht der da noch? Nee, der ist leer. Hallo? Ach, ist das hier, sind das hier unten die Slums? Vielleicht kommen wir ja doch nochmal zurück. Den kann ich nicht reden. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du so nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hä, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird, richtig? Auch die da. Du solltest jemand anderes fragen. Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Übersetzen. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Ha. Mach's gut. Aber ich würde eh mal sagen, an dieser Stelle war es das mit der 9. Folge zu Stray. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Smoker.